Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Willkommen, Rabbit Hole Distillery. La Distillerie Generale. Das wurde abgefüllt für L'Amazon de Whiskey. Und wir haben hier eine 4 Jahre alte kleine Fläschchen. Der hat hier 119 Euro gekostet. Wow, 350 Milliliter. Und 2017 destilliert, 2022 August, dann dort abgefüllt nach Frankreich. Also amerikanischer Whisky, der in Frankreich verkauft wird und in Deutschland dort verkostet wird. So, ich bin ganz, ganz gespannt, was wir hier haben und wie gut es schmeckt. 54,1% Alkoholgehalt. Womit möchte ich es gerne vergleichen? Hier habe ich der Schwesterfass, oder Schwesterabfüllung besser gesagt. Wir haben hier Smooth Ambler, 62,5%, 6 Jahre alte Bourbon aus West Virginia. So, hier sind wir in Louisville, Kentucky. Hier sind wir in Maxwell, West Virginia. So, das hier war denn dort tatsächlich Whisky Base Nummer 220703, 220702. So, hier 109 Euro, dort 119 Euro. Hier 434 Flaschen, hier glatte 400 Flaschen. Sieht das nicht für euch chinesisch aus? Also rot und hier und so weiter. Naja, gut. Rabbit Hole ist auch eine Brennerei, die tatsächlich hier von mehrheitlich von Pernod Ricard übernommen wurde. Hier TX Distillering, das heißt Firestone und Robertson down da unten Fort Worth, Texas. Wir haben hier Rabbit Hole, wir haben hier Smooth Ambler und wir haben Jefferson's. Und für Jefferson's wurde tatsächlich eine neue Sache gebaut. Four Roses, Rabbit Hole Brennerei ist schon eine coole Ort, um da zu sein. Also ich war jetzt letztes Jahr im Sommer dann dort. Wir haben tatsächlich einen Psychoanalytiker, der gesagt hat, hey, meine Frau kommt aus Kentucky, warum ziehen wir nicht von Kalifornien dahin, gründen eine Brennerei und schauen, was passiert. Er kommt ursprünglich gebürtig, seine Eltern aus denn dort aus dem Iran und ja. Yeah. So, das ist alles hier ein bisschen merkwürdig. Das ist hier Keva Zamanian. Coole Kerl, muss ich schon sagen. Und seine Frau Heather aus Louisville, Kentucky, haben einfach dieses American Dream wahr gemacht. Er hat den Sprung gewagt und hat einfach gesagt, wir machen ein bisschen anders. Und der Rabbit Hole, auch der Doringer, finde ich, mit PX Sherry gefinisht, super schön. Als ich in der Brennerei war, es war wirklich eine Besucherbrennerei. Das heißt, der gesamte Prozess wurde dann dort aufgebaut, damit der Besucher von vorne bis hinten alles verfolgen kann. Und meistens macht man eine Brennerei, dass es effizient ist für die Mitarbeiter. Und wir als den Besucher stehen im Weg und schauen ein bisschen. Nein, das war von oben auf verschiedenen Etagen bis unten. Also man fängt unten an und arbeitet im Weg oben. Und oben war der Tasting Room über Louisville. Wahnsinn! Also Rabbit Hole, wenn du da irgendwie in Louisville bist. Ich fand es beeindruckender als denn dort Angels Envy. Angels Envy. Und ich fand Angels Envy auch ganz, ganz, ganz cool denn da. So, farblich. Ich muss sagen, dass der Smooth Ambler mit seinen 6 Jahren ein bisschen mehr Umf hat. Was ich schade finde, ist, ich weiß nicht, wie lange die Fässer dort tatsächlich in Kentucky gereift sind, beziehungsweise West Virginia, und wie lange haben sie denn dort. Ich weiß, dass es abgefüllt wurde in Frankreich, aber ich weiß nicht, wie lange die Fässer das denn vorher da waren. An der Nase, unser Rabbit Hole. Oh. Ich liebe Fassstärke Bourbon, du. Also, eine süße, tiefe, einladende Moment. Ich habe hier Braunzucker, ich habe Pecan, ich habe ein kleines bisschen von Tabakblätter. Ich habe hier, also der Alkohol hat nicht gestört, der war schön. Smooth Ambler.
Smooth Ambler ist ein bisschen heller. Honig, Brachlava, also türkisches Delight hier. Hier habe ich einen leichten Honigmoment mehr. Hier habe ich ein bisschen dunkler. Also momentan vorne liegt unser Rabbit Hole. Name von Alice in Wonderland. Auf Englisch haben wir dieses you're going down the rabbit hole. Man verzettelt sich, man wird immer mehr und mehr einfach mal ein Fachidiot werden. Und man verliert dann Perspektive down the rabbit hole. Und seine Frau Heather hat diese Idee vorgeschlagen oder sogar seine Tochter. Und von daher ist diese Idee hängen geblieben und ist eine schöne, schöne Sache. Super schöne Brennerei. Vom Außen, vom Innen, richtig, richtig cool. Okay, dann probieren wir mal hier unsere 54,1%. Ich habe schwer zu glauben, dass das Fassstärke ist. Nirgendwo steht drauf. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht doch. Tschüss. Mmh. 70% Mais, 25% Roggen und dann 5% gemälzte Gerste haben wir hier. So, ich muss hier schauen nochmal, ob ich das hier richtig übersetzt habe. Ja, hier habe ich 71% Mais, 21% Roggen und 8% gemälzte Gerste. So, die gemälzte Gerste hier mit 5% ist weniger, 25% Roggen und hier habe ich dann tatsächlich nur 21% Roggen und 8% gemälzte Gerste. Leicht estragiert nach 4 Jahren. Leicht staubig. Leicht karamellig, also Toffee. Toffee, Karamell, Butterscotch, alles hier zusammen. Der Alkohol hat hier wirklich eine tragende Rolle, aber nicht eine stechende Rolle. Hier 62,5% der Alkohol war wirklich, wirklich mehr präsent. Erstaunlich, wie unterschiedlich das sein können. Für das, was diese Whisky bietet. Derzeit denke ich leichte Marzipan. Da hat ein süßer, aber gleichzeitig ein bisschen Holz. Eiche kommt gut durch. Schön. Also, ich glaube, mir gefällt dieser Whisky vom Rabbit Hole besser als Smooth Ambler. Und ich habe ein 2 gegeben für Smooth Ambler. Ich habe hier absolut mich einfach mit Freude überhäuft. Gutes Zeug. Wow. Sehr, sehr schön. So. Die Hitze kommt hier mehr. 62,5. Hier haben wir unsere 54,1. Herr, verschlingt mir ein bisschen Atem. Der ein bisschen zu viel Power. Der ist perfekt ausbalanciert. Genau richtig, genau schön. Was ich nicht habe, da kann ich mal vielleicht unser lieber Google-Freund hier mal fragen. Barrel Entry Proof. Ja, meine Vermutung war auch richtig. Ich freue mich die ganze Zeit. Mein Gehirn sagte, ich glaube, das sind Fassstärke.
Mit 55% ging es in Fass überhaupt. Barrel Entry Proof, also der Alkoholstärke beim Fass Abbefüllung war hier 55. Hier bei Smooth Ambler sind wir bei 62,5. Also von daher einmal Sour Mash High Proof, einmal Sour Mash Low Entry Barrel Proof. Und das macht der Unterschied. Deshalb hat mir das hier so viel besser geschmeckt. Das ist schon, wie ich sagte, oh Mensch, das ist anders, das ist gut. Und ja, wir müssen uns einfach mal das antun, mehr und mehr Lower Barrel Entry Proof Produkte hier nach Deutschland zu bringen. Ach. Ja, also Wasser nimmt aus dem Holz mehr Zellulose, mehr Vanillin und so weiter, noch diesen Zuckers und Alkohol natürlich, mehr Tannin werden da aufgelöst. Und das merkt man 4 Jahre, 6 Jahre den Unterschied hier. Der bleibt bei meiner 2, der bekommt ein 2 plus. Deshalb gebe ich so selten ein 1, weil es gibt Whiskys, die wirklich diese Spitze, Spitze, Spitze so sind und nicht nur genial. Und der ist genial, aber nicht der beste Whisky der Welt, den ich jemals hatte. Schöne Nase. Und ein bisschen verstehe ich jetzt hier, der Smooth Ambler war 109, der Rabbit Hole war 119. Hat nichts mit Alkoholstärke zu tun, Alkoholsteuern hat damit zu tun. 400 Flaschen, 434 Flaschen. Ja, Rabbit Hole. All the way. Es erinnert mich ein kleines bisschen an einen super schönen Wilderness Trail Produkt, denn da ich habe ganz kurz geschaut, ob die sogar Sweet Mash benutzen, konnte ich nur Sour Mash Informationen finden. Rabbit Hole hat ein Whisky, ein Bourbon mit 4 verschiedenen Getreidesorten, allerdings hier haben wir nur die 3. Preis-Leistung ist 4 minus. So, aber diesen Geschmack ist bombastisch. Wow! Auch davon gibt es ein Sample, auch davon gibt es noch Samples. Falls jemand Samples haben will, bitte schreibt mich über WhatsApp, wie ihr kennt, oder über E-Mail whiskeyjason@gmail.com. Ich bin gerne bereit, den Rest hier von meinen Fläschchen, da ist immer noch ein bisschen was drin, zu verteilen, ja. So, da ist schon krass, wie viel Geld hier auf dem Tisch liegt, ja. 230 € praktisch für eine normale Flasche. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber super, super, super lecker. Rabbit Hole soll man besichtigen, wenn man sowieso in Louisville ist. Nicht vergessen. Wer kommt nach West Virginia? Sorry, das wird nicht. Ich fahre noch nicht mal durch West Virginia irgendwo hin. Ich vermeide West Virginia ein bisschen. West Virginia ist bergig und West Virginia ist einfach abgelegen und West Virginia ist West Virginia. Ja, also tut mir leid, Ostfriesland der Vereinigten Staaten, da will keiner hin. Aber wenn man sowieso in der Nähe ist, bitte anhalten und dort einfach mal auch einen tollen Tour machen. Es lohnt sich. Lohnt es sich, diese Flaschen sich zu gönnen? Ah, würde ich lieber selbst eine Flasche aus Amerika für, vergiss nicht, 230 €. Ich könnte eine ganz große, eine Flasche hier holen, mit Versand, mit allem drum und dran. Also 6 Flaschen kostet meistens 120, $130 Versand und dann der Rest ist dann da für die Flaschen plus Alkoholsteuer plus Einfuhrzoll. Und dann würde ich lieber etwas anderes mehr gönnen für den Preis. Also für $100 in Amerika kriegt man eine schöne Flasche von Rabbit Hole. Aber allerdings in Fassstärke weiß ich nicht. Und das hier schon. Ich habe gerade eben jetzt hier eine Aufnahme gemacht, wo der 5 Jahre alte Smooth Ambler in Fassstärke um die $85 gekostet hat. So, von daher, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber mir fällt nichts ein. Fassstärke Rabbit Hole. Unabhängig abgefüllt. Das ist schon ein Unikat. So, meine Frage des Tages. Stell mal vor, ich käme an Fässern dran. Vom Rabbit Hole, vom Smooth Ambler, vom anderen
neueren Fässer, von neueren Brennereien der Vereinigten Staaten. Und stell mal vor, ich würde diese Fässer weggeschirrt nach Deutschland bringen oder dort vor Ort in Amerika abfüllen lassen und dann für uns exklusiv für Deutschland rüberbringen. Was ist euer Schmerzgrenze? Fassstärke 0,75 Liter. Hier wären wir dann bei 230. Ist das schon jenseits von eurer Schmerzgrenze? Ist das 180? Ist das 120? Ist das dann 100? Ist es 80? Für eine Einzelfassabfüllung aus Amerika, was man sonst nirgendwo bekommen kann, in Fassstärke 4 bis 6 Jahre alt, wo ist euer Schmerzgrenze pro Flasche? Wenn ich das weiß, dann kann ich ein bisschen mich auf der Suche machen. Ich bin im Sommer da in den Vereinigten Staaten. Vielleicht spreche ich mit der einen oder anderen und kann auch dann irgendwas möglich machen. So, Frage an euch, was hättet ihr gern? Danke, 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 alles Gute euch. Beide diese Flaschen wurden in meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe angeboten. Beide diese Flaschen gehören weiterhin 70% plus zu mir. Und ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute mit mir einfach diese wunderbare Genuss erleben würden könnten hier mit dieser schöne, schöne Distillat, Einzelfassabfüllung in Fassstärke von Rabbit Hole Louisville, Kentucky oder auch der Smooth Ambler hier aus West Virginia. Bis dahin, ciao!